Zuvor wollen wir uns noch kurz den Bildungsprozess von Kohle ansehen, die sogenannte Inkohlung. Die Kohle selber, das sind Pflanzenreste aus vergangenen Zeitaltern, die im Laufe der Jahrmillionen sich umgewandelt haben zu Braun- oder zur Steinkohle. Die Braunkohle hat ein typisches Alter, also ein erdgeschichtliches Alter von ja ungefähr 40 Millionen Jahren. Das heißt also vor 40 Millionen Jahren, die Pflanzen sind also damals abgestorben und wurden dann im Laufe der Jahrmillionen umgewandelt in Braunkohle. Die Steinkohle ist deutlich älter. Das kommt auch aus einem anderen Zeitalter, nämlich dem sogenannten Karbonzeitalter. Das sind so ungefähr, ja, ich sag mal 280 bis ja, ungefähr 360 Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung, die wir, also die Steinkohle, die wir heute gewinnen und aus dem Boden holen. Das waren Phasen in der Erdgeschichte, also insbesondere das Karbonzeitalter, bei dem die Erde deutlich wärmer war als heute. Vollkommen anders aussah. Also Deutschland oder Mitteleuropa war zu dem in dem Zeitalter eine Sumpflandschaft, eine stark bewaldete, ja, Sumpflandschaft, also ideale Wachstumsbedingungen für Pflanzen in dem Karbonzeitalter. Und dann ist in dem Prozess der Inkohlung schrittweise sind diese Pflanzen ja, abgebaut worden. Das heißt, wenn man sich diese Inkohlung anguckt, dann unterscheidet man die sogenannte biochemische Phase. In dieser biochemischen Phase erfolgt die Umwandlung der Pflanzenreste zu Torf. Das ist die sogenannte Diagenese. Das heißt also Umwandlung zu Torf. Das erfolgt, dieser Umbau braucht schon einige Millionen Jahre. Und wenn dann die Umwandlung zu Torf erfolgt ist, der Pflanzenreste, dann geht die Inkohlung über in die biochemische Phase. Das heißt also nun, in einem abiotischen Prozess, also unter Ausschluss von Sauerstoff, erfolgt die Umwandlung des Torfs in die Kohle durch Erhöhung von Temperatur und Druck. Das heißt, wir haben eine Umwandlung durch Erhöhung von Druck und Temperatur. Und was passiert, ist, dass eine Anreicherung des Kohlenstoffanteils erfolgt. Das heißt, also wir haben dann diese Anreicherung des Kohlenstoffs, des Kohlenstoffanteils. Unter Sauerstoffabschluss, das heißt, wir reduzieren den Anteil von Wasser, von Kohlendioxid und Methan insbesondere in dem Stoff, sodass am Ende dies zu einer Vergrößerung des Brennwerts der Kohle führt. Das heißt, das ist also alles eine Vergrößerung des Brennwerts, dadurch, dass der Kohlenstoffanteil steigt. Die Volumenreduktion beträgt ungefähr 90%. Das heißt, man ist am Ende nach der vollständigen Inkohlung zur Steinkohle bei lediglich 10% des Ausgangsvolumens der Pflanze, was halt
einhergeht durch die Anreicherung des Kohlenstoffs. Das spiegelt sich dann auch in der hohen Energiedichte von Kohle, aber natürlich auch Erdöl wider, weil einfach durch diesen hohen Kohlenstoffanteil ein sehr hoher Brennwert der Kohle erreicht werden kann. Das macht sie halt so wirkungsvoll in der industriellen Nutzung bei der Verbrennung. Aber natürlich ein sehr langer Prozess, der durchschritten werden muss, um die Kohle in der Energiedichte, wie wir sie heute kennen, nutzen kann. Bei der Braunkohle ist die Energiedichte nicht ganz so hoch. Das ist dies ungefähr nur ein Drittel oder ein Drittel der Energiedichte, vielleicht zur Steinkohle, weil sie einfach nicht diesen langen Bildungsprozess hinter sich gebracht hat. Bei der Steinkohle unterscheidet man jetzt auch noch unterschiedliche Unterarten der Steinkohle. Die Fettkohle zum Beispiel, die man im Ruhrgebiet gewinnen konnte, die also sehr energiereich ist und für zahlreiche Prozesse, also auch in der Stahlherstellung genutzt werden kann. Dort wird die Kohle auch eingesetzt. Bieten sich also hocheffiziente Steinkohlearten an, die man weltweit gewinnen kann. Wenn man sich jetzt noch ansieht, wie die Steinkohleförderung sich entwickelt hat in den letzten Jahren, da sind wir, ja, können wir einen Anstieg beobachten der Steinkohleförderung weltweit. Das funktioniert auf unterschiedlichen Wegen. Also in Deutschland kennt man noch die Steinkohlebergwerke. Das heißt also, dass ja, die Stollen tief in der Erde, um die Steinkohle aus dem Erdreich zu gewinnen. In anderen Ländern der Welt, in China, in Australien, in Kolumbien, in Russland, kann die Steinkohle tatsächlich noch im Tagebau gefördert werden. Das ist in Deutschland nur mit der Braunkohle machen. Dann haben wir ja die großen Braunkohlereviere in der Lausitz und in Westdeutschland. Garzweiler ist da sicherlich ein prominentes Beispiel. Ansonsten haben wir ja in Mitteleuropa bei der Steinkohle in der Regel die Förderung aus der Erde. In Deutschland haben wir keine Steinkohleförderung mehr. Das ist wirtschaftlich nicht mehr darstellbar gewesen. Also Ende 2018 wurden die letzten beiden Steinkohlebergwerke in Deutschland geschlossen. Das angefangen hat der Steinkohlebergbau in Deutschland auch Mitte des 19. Jahrhunderts, das ist also 1840, so in der Region Essen, Duisburg, Bochum, die Bergbauzone war, die dann nach und nach nach Norden gewandert ist. Ähnlich im Saarland als zweites Steinkohlerevier in Deutschland nicht ganz so groß. Naja, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, bereits schon in den 1950er Jahren, war die deutsche Steinkohle auf dem Weltmarkt eigentlich gar nicht mehr wirtschaftlich, weil die Fördermengen aus dem Ausland so hoch waren, die Gewinnung deutlich einfacher war, dass es in Deutschland ja gar nicht wirtschaftlich mehr funktioniert hat, Steinkohle zu Weltmarktpreisen zu fördern. Es hat aber dennoch dann noch über 50 Jahre gedauert, bis Deutschland dann aus der Steinkohleförderung ausgestiegen ist. War dann im Jahr 2018. Das heißt, also in Deutschland wird jetzt nur noch die Braunkohle gefördert, in den entsprechenden Braunkohlerevieren. Wenn man sich das global anguckt, also in den 1980er Jahren, hatten wir eine Förderung, das waren ja, rund 4 Gigatonnen oder 4 Milliarden Tonnen, die jährlich an Steinkohle gefördert wurden. Das ist hauptsächlich passiert in Europa. Wir haben natürlich in Nordamerika Steinkohleförderung noch gehabt in den 80er Jahren. Zu einem Anteil natürlich auch noch in Russland oder damals noch der Sowjetunion und natürlich in Asien, in China. Man beobachtet dann einen sehr starken Anstieg mit Beginn der 2000er Jahre, dass also China durch die schnelle industrielle Entwicklung einen immensen Energiebedarf zu decken hatte, der über die Steinkohle gedeckt wurde, weil das nun mal ein sehr
energiereicher Energieträger ist. Wir sind heute im Jahr 2020 bei einer jährlichen Fördermenge weltweit von knapp 8 Milliarden Tonnen. Also sind 7,7 Milliarden Tonnen Steinkohle, die gefördert werden. Davon tatsächlich mehr als die Hälfte in China. Weitere 2 Milliarden Tonnen werden im asiatischen Raum und pazifischen Raum gefördert. Also das ist dann Indonesien, Malaysia, Australien als große Kohleexporteure. Die Kohle wird tatsächlich zu einem sehr großen Teil nach China exportiert. China hat am weltweiten Kohlebedarf oder die weltweite Kohlenachfrage, die liegt in China bei im Moment 54%. Das heißt, also China, der Anteil Chinas am Weltmarkt der Kohlenachfrage. Kohlenachfrage beträgt derzeit 54%. Das ist halt angestiegen mit Beginn der 2000er Jahre. Europa hat einen Anteil von lediglich 7%. Das heißt, also die Kohle in Europa am Anteil am weltweiten Kohlebedarf liegt in Europa und auch in Nordamerika bei ungefähr jeweils 7%. Jeweils 7%. Die Kohleförderung Chinas reicht nicht aus, um den landeseigenen Bedarf zu decken. Das heißt, China muss noch Kohle zukaufen auf dem Weltmarkt. Deutschland kauft auch Steinkohle auf dem Weltmarkt zu, dadurch, dass wir keine Steinkohlebergwerke mehr haben. Die Steinkohle, die wir hier in deutschen Steinkohlekraftwerken einsetzen, kommt aus Russland, kommt aus Australien, kommt aus Südamerika, also weltweit, aber zu Preisen und Förderkosten, die deutlich unter denen liegen, die wir in Deutschland erzeugen können. Das geht auch nur mit der Steinkohle, dadurch, dass sie so energiereich ist oder so eine hohe Energieintensität hat, lässt sich Steinkohle per Schiff transportieren, weltweit verteilen. Mit der Braunkohle funktioniert das nicht so gut, dadurch, dass die Braunkohle halt nur ein Drittel der Energieintensität hat, lässt sich das bei der Braunkohle nicht realisieren. Die Braunkohle wird nicht über weite Strecken transportiert, sondern in der Regel dort eingesetzt, wo sie auch gefördert wird. Das sieht man also in Garzweiler, in Westdeutschland, in dem Braunkohlerevier zwischen Köln, Aachen und Mönchengladbach. Dort sind die Braunkohlereviere, dort sind auch direkt die großen Braunkohlekraftwerke. Das heißt, über Förderbänder wird die Braunkohle dort direkt in die Kraftwerke transportiert. International wird die Steinkohle weiter eine große Rolle spielen bei der elektrischen Energieerzeugung. Also man beobachtet, dass China und Indien insbesondere, also auch noch zahlreiche neue Kraftwerke bauen oder in Vorbereitung haben, dass dadurch, dass man diese Steinkohlekraftwerke sehr schnell errichten kann, dass der Aufwand bei der Errichtung relativ klein ist, dass sich das wirtschaftlich darstellen lässt. Die Kohle ist als Energieträger sehr flexibel einsetzbar, um unterschiedlichen Strombedarf zu decken. Wir haben in Deutschland noch etwas über 70 Kohlekraftwerke. Währenddessen in China über 1000 Kohlekraftwerke im Betrieb sind. In Indien sind es knapp 300 Kohlekraftwerke nach aktuellem Stand. Und in China sind auch noch weitere 100 Kohlekraftwerke derzeit im Bau. In Deutschland, in Mitteleuropa, in den USA ist kein neues Steinkohle- oder Braunkohlekraftwerk in Planung. In Indien, China durch den sehr großen Energiebedarf, den elektrischen Energiebedarf ist der, also werden weitere Kraftwerke gebaut, um diesen Bedarf zu decken, mit den dadurch daraus resultierenden Folgen in Bezug auf Umweltverschmutzung, auf die Treibhausgasemissionen. Das heißt, also diese Entwicklung muss natürlich kurz bis mittelfristig
gedreht werden, um aus der fossilen Energieversorgung und der Treibhausgase, um aus den Treibhausgasemissionen auszusteigen. Soweit zur ja, geschichtlichen Einordnung der Steinkohle. Im nächsten Video wird es dann um den thermodynamischen Prozess gehen, den Clausius-Rankine-Prozess. Das heißt also, wie lässt sich nun aus der Verbrennung von Kohle oder analog aus der Kernspaltung in den Kernkraftwerken, wie lässt sich damit am Ende elektrische Energie gewinnen?